Sie sind Erwachsenenbildner oder Bildnerin und Ihnen fehlt noch ein geeignetes digitales Tool für Ihre nächste Veranstaltung? Tool OSearch, ein Online-Tool aus einem deutschen Kooperationsprojekt, will dabei helfen, mit ein paar Klicks das passende Tool zu finden. Das Tool finden Sie auf der Website des Gütesiegelverbunds Weiterbildung unter Tool OSearch oder unter der oben angezeigten URL. Auf der Website werden Ihnen in der rechten Spalte eine Reihe digitaler Tools angezeigt. Wenn Sie ein Tool auswählen, werden nähere Informationen gezeigt, Beispiele für Anwendungsprogramme genannt und ähnliche Tools vorgeschlagen. Wollen Sie Tools vergleichen, können Sie diese durch ein Häkchen in dem entsprechenden Kästchen auf die Vergleichsliste geben. Bis zu 4 Tools können so verglichen werden. Anschließend wählen Sie Ausgewählte vergleichen. Und nun können Sie auf einen Blick die unterschiedlichen Anforderungen der Tools erkennen. In der linken Spalte der Website finden Sie unterschiedliche Kriterien, nach welchen die Tools gefiltert werden können. Wenn Sie die Anforderungen und Kriterien Ihrer Veranstaltung auswählen, schlägt das Programm automatisch passende Tools vor. Es müssen nicht alle Filter ausgewählt werden. Wählen Sie nur die Kriterien aus, die für Ihre Lehrplanung eine Rolle spielen. Erklärungen zu den jeweiligen Punkten scheinen automatisch auf, wenn Sie mit der Maus über den jeweiligen Punkt fahren. Weitere Hilfestellungen finden Sie unter Erläuterungen. Angenommen, Sie führen einen Kurs durch, bei welcher die Teilnehmenden über grundlegendes Wissen in der Nutzung digitaler Tools verfügen. Zeit für eine Einweisung haben Sie keine. An dem Kurs werden etwa 15 Personen teilnehmen. Ihnen ist besonders wichtig, dass das Tool ortsungebunden einsetzbar ist und dass keine zusätzlichen Kosten für die Teilnehmer entstehen. Sie sehen, dass sich in der rechten Spalte die Auswahl der geeigneten Tools automatisch ändert, wenn ein Filter eingestellt wird. Eine zusätzliche Software soll nicht benötigt werden. Praktisch wäre es außerdem, wenn die Lehrinhalte wiederverwendbar sind. Für die Einrichtung selbst sollen auch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Jetzt sehen wir auf der rechten Seite ein Tool, welches mit Ihren Kriterien übereinstimmt. Nun können Sie überlegen, wie Sie das Tool sinnvoll einsetzen können und Ihre Veranstaltung weiterplanen. Probieren Sie es doch selbst aus.